Hallo, liebe Community, und erstmal ganz herzliche Grüße aus Arizona, wo ich gleich interviewt werde, und zwar von Alicia Kusumitra, die ihr hier seht in dem anderen Fenster. Und es geht in diesem Interview um den Kongress Zeit des Wandels. Das ist ja auch mein Thema, wie ihr wisst. Da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass jetzt der Beginn der Luftepoche ansteht und viele andere Dinge sind in Bewegung. Und ich nehme teil an dem Kongress Zeit des Wandels und bei mir ist eben jetzt Alicia und gleich bin ich diejenige, die Fragen beantwortet. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Schaut euch das an, ist bestimmt super spannend und natürlich auch in Verbindung mit den anderen Videos, die ich zu diesem Thema hochlade. Alicia, lass uns loslegen. Ja, danke. Auch hallo an deine Community. Ich freue mich, dass ich dich heute interviewen darf. Und ich starte jetzt sehr gerne mit der Vorstellung von dir, liebe Antonia. Hallo und herzlich willkommen beim Online-Kongress Zeit des Wandels. Ich bin Alicia Kusumitra und heute habe ich zu Gast Antonia Langsdorf. Antonia ist international tätig als Moderatorin, Autorin, Astrologin, Vortragsrednerin und Coach. Seit 1984 ist sie als Moderatorin und Filmproduzentin für Funk und Fernsehen tätig. Nach einem Studium der traditionellen Astrologie und Astronomiegeschichte präsentierte sie in den RTL Morgen News 6 Jahre erfolgreich die Astro-Trends und Astro-Show. Heute ist Antonia Langsdorf international als Vortragsrednerin gefragt, ist gern gesehener Gast in Talkshows, organisiert und leitet Panels und Symposien über Astrologie und Zukunftsthemen sowie Gesellschafts- und Wirtschaftstrends. In ihren unterhaltsamen und erkenntnisreichen Multimedia-Vorträgen begeistert sie mit Kompetenz, Ausstrahlung und Stil. 2013 veröffentlichte sie ihr Erfolgsbuch Lilith, die Weisheit der ungezähmten Frau, das mittlerweile schon in der 2. Auflage erschienen ist. Mittlerweile und, schon in der 4. In der vierten. Ja, wundert mich nicht. Schon fast veraltet. Ja, das wundert mich nicht. Das ist so ein wichtiges Thema. Und 2016 ging Antonia auch unter die YouTuber und ist seitdem erfolgreich mit ihrem YouTube-Kanal Antonias Sterne. Ja, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Herzlich willkommen, liebe Antonia. Ja, danke schön für die Einladung, Alicia. Ja, das ist ja eine super spannende Zeit, auch eine herausfordernde Zeit. Hast du das schon in der Astrologie absehen können, dass es geschehen wird, diese Wandelzeit? Ja, da würde ich jetzt schon sagen, dass ich, aber vor allen Dingen eben auch wir Astrologen, wir tauschen uns ja auch untereinander aus, schon seit längerem auf die Jahre 2020 und 2021 sehr gespannt geblickt haben, weil wir eben gesehen haben, dass mehrere große Zyklen zu einem Ende kommen und neu beginnen. Und da gibt es eben jetzt zwei ganz, ganz wichtige. Der eine Zyklus, der begann und endete, war der Saturn-Pluto-Zyklus. Und das war am 12. Januar 2020. Mit der großen Konjunktion von Saturn und Pluto im Steinbock. Und das ist ein mächtiger Zyklus, der dauert 33 bis 37 Jahre. Das liegt daran, dass Pluto eine exzentrische Bahn hat. Das sind nicht immer genau die gleichen Zeiten. Und da haben wir wirklich einen sehr großen Einschnitt erwartet. Einen gesellschaftlichen Einschnitt, einen Börsencrash und vieles andere. Und das ist ja dann auch so gekommen. Das Interessante ist, dass man uns Astrologen dann vorgeworfen hat, oh, warum habt ihr denn die Pandemie nicht vorhergesehen? Und dazu kann ich sagen, also wir haben immerhin gesagt, dass es zu einem gesellschaftlichen tiefen Einschnitt kommen wird und dass es zu einem Börsencrash kommen wird, während eben alle anderen vorhergesagt haben, 2020 wird ein super Jahr. Also da waren wir schon auf der richtigen Seite. Einige Astrologen, insbesondere der berühmte, inzwischen leider verstorbene André Barbeau, hat das sogar in Betracht gezogen, dass es an der Pandemie liegen würde. Also André Barbeau war jemand, der schon vor 10 und 20 Jahren auf dieses Jahr hingewiesen hat. Und
Andere wie eben mein Mann Ray Merriman oder Claude Weiss aus der Schweiz haben vor allen Dingen eben auch diesen wirtschaftlichen Zusammenbruch hergeleitet. Und der Claude Weiss hat eindeutig darauf hingewiesen, dass das Problem mit China zu tun haben würde. Also da waren wir schon sehr weit vorne. Ich würde mal sagen, ich wüsste jetzt keinen anderen Prognostiker, der in der Richtung so genau gewesen wäre. Und dann möchte ich noch Christoph Niederwieser erwähnen, mit dem ich hier auf meinem YouTube-Kanal auch schon mehrere Interviews zum Thema geführt habe. Der hat auch schon seit Jahren davon gesprochen, dass es 2020 zu einem Systembruch kommen würde. Und insofern würde ich sagen, jawohl, da waren wir vorne mit dabei. Und dann gibt es eben noch diesen zweiten großen wichtigen Zyklus. Und das ist eben der, der jetzt dieser Tage fällig wird. Das ist die große Konjunktion von Jupiter und Saturn. Das ist ein Zyklus, der zwar etwas öfter sich auslöst, ungefähr alle 20 Jahre, aber in diesem Fall ist er noch was Besonderes, denn Jupiter und Saturn werden sich im Wassermann treffen. Und zwar genau zur Wintersonnenwende. Das ist auch was Besonderes, weil die Wintersonnenwende ist immer ein besonders wichtiges Datum. Alle Sonnenwendpunkte sind in der Astrologie extrem wichtig. Und wenn dann so eine wichtige große Konjunktion auch noch genau auf die Wintersonnenwende fällt, ist das sozusagen ein doppelter Hinweis, ein doppelter Fingerzeig vom Kosmos. Hier passiert was Wichtiges. Und die treffen sich im Luftzeichen Wassermann. Und das läutet jetzt eine Phase von rund 200 Jahren ein, in der alle weiteren Konjunktionen zwischen Jupiter und Saturn alle in Luftzeichen sich abspielen werden. Und deswegen sprechen wir Astrologen davon, dass wir jetzt den Übergang in die Luftepoche haben. Es gibt immer so große geschichtliche Epochen. Wir haben jetzt ungefähr 200 Jahre Erdepoche hinter uns und jetzt kommen rund 200 Jahre Luftepoche. Und insofern ist das ein ganz besonders wichtiges Übergangsdatum, jetzt dieser 21.12.2020. Und eben beides fiel in dieses unglaubliche Jahr, was wir jetzt hier hinter uns gebracht haben. Und ja, wir Astrologen haben es gewusst, kann man so sagen. Ja, das haben wir auch tatsächlich, also diese Zeit des Wandels, ich meine, wenn sie das wirklich ist, das haben ja auch viele Urvölker vorhergesagt, dass das kommen wird. Also sie haben natürlich nicht genau detailliert gesagt, wann das so ist, aber auch auf diese Zeit geschätzt zumindest. Und es ist schon ganz spannend, wenn du auch vom Systembruch sprichst. Was sind denn deine weiteren Prognosen? Wie wird es denn weitergehen im Jahr 2021? Wird das weiterhin so intensiv sein oder kommt jetzt eine Veränderung dadurch, dass wir jetzt ins Luftzeitalter wechseln? Also großräumig kommt auf jeden Fall eine Veränderung. Du musst dir vorstellen, dass die Erdepoche sehr stark von materiellem Streben geprägt ist. Ne? Das Element Erde steht ja für die Materie. Das heißt, das, was man besitzt und was man hat und was man sich hinstellt. Und die Luftepoche ist mehr von einem Gedanken des Teilens und Vernetzens geprägt. Also natürlich ist die jetzt auch noch mal neuer. Die letzten Luftepochen, da gab es noch keine digitale Vernetzung. Aber jetzt haben wir eben diese Möglichkeiten und die passen sehr gut. Da wird sich das gut entfalten können. Und die ersten Anzeichen, die sehen wir ja auch schon. Also das ist jetzt, muss ich dazu sagen, das ist jetzt das Wissen von Christoph Niederwieser, was ich hier weitergebe. Das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, sondern aber da ich ja mit ihm eng verbunden bin, darf ich das auch weitergeben? Also er hat auch erklärt, dass es zum Beispiel immer so einen Übergang gibt. Also wir haben ja schon seit den 80er Jahren dieses Aufkommen der digitalen Technologien und da überlappen sich diese beiden Epochen und jetzt ist sozusagen der Weg frei, dass wir mit diesen neuen Technologien auch wirklich was aufbauen können, was die Welt verändern wird. Und es besteht eben die Hoffnung, dass wir so ein bisschen wegkommen von diesem extremen materiellen Denken. Ja, dass man Besitztümer anhäuft, dass man immer mehr Produkte kauft, dass man sein Wohlbefinden davon abhängig macht, was man alles besitzt. Und viele junge Leute sind ja bereits auf diesem Weg. Also ich denke zum Beispiel daran, wie viele junge Leute inzwischen, die sind jetzt 18, 20, 25, haben noch keinen Führerschein gemacht, weil sie einfach sagen, ja, ich warte darauf, dass es bald das selbstfahrende Auto gibt. Oder sagen sich, brauche ich alles nicht. Oder andere sagen sich, ich habe zwar einen Führerschein, aber ich brauche kein Auto zu besitzen. Ne? Da gibt ja jetzt diese schönen Carsharings schon seit einer Weile. Also dieses etwas, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber es geht darum, dass wir mehr und mehr die Möglichkeiten ausschöpfen, die wir durch die Digitalisierung auch haben, zum Beispiel Besitztümer zu teilen miteinander, wodurch
die Belastung aufgrund der Herstellung so vieler Produkte ein bisschen reduziert wird. Also das gilt natürlich jetzt für unsere moderne westliche Welt. Klar, es gibt viele Länder, die sind noch in dem Nachzüglerstadium, die wollen da erstmal hin, dass jeder ein Auto hat. Aber aufgrund eben des Wechsels in die Luftepoche, denke ich, da ist wirklich ganz viel in Bewegung. Und die Stärken der Luftepoche, ne, miteinander teilen und sich vernetzen, die kommen mehr und mehr zum Zuge. Jetzt ist das natürlich so, das ist jetzt nicht von einem Tag auf den anderen getan. Und das habe ich auch in meinem Buch erwähnt, in meinem Jahrbuch. Das, für mich ist das so ein bisschen wie eine Chaostheorie. Chaostheorie kam auch in den 80ern auf. Das hat mich sehr interessiert, weil die Chaostheorie lehrt, dass Übergänge immer davon gekennzeichnet ist, dass das System erstmal in so einen Schlingerzustand gerät und so ein bisschen chaotisch wird. Und dann kommt es auf einmal zu einem Übergang und dann findet das System wieder in seinen Rhythmus. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin in diesem unangenehmen Übergang. Wir sind, es schlingert alles und wir sind irgendwie wirklich mit Hängen und Würgen dabei, im Moment unser Leben jetzt in den Folgen der Pandemie irgendwie geregelt zu kriegen. Und es, aus astrologischer Sicht sieht es so aus, als ob jetzt noch 3 Monate kommen, die auch noch ziemlich viel Chaos in sich tragen. Wir haben einen ganz wichtigen Aspekt nächstes Jahr, also natürlich nicht nur einen, aber das ist der prägende Aspekt. Und zwar ist es ein Quadrat zwischen Saturn und Uranus. Und Saturn ist so der Traditionalist, Uranus ist der Fortschrittliche, der Regelbrecher. Und dieses Quadrat beschreibt auch jetzt schon ganz genau, was gerade alles vorgeht. Auf der einen Seite eben diejenigen, die am Alten festhalten wollen, auf der anderen Seite diejenigen, die was Neues wollen oder was wir im Moment eben haben, das Phänomen Regierung, das wäre Saturn, die halt Regeln verhängt und die sogenannten Querdenker sind für mich aber nur sogenannte, aber trotzdem ist interessant, weil das Wort Querdenker wird mit Uranus assoziiert, also die, die irgendwie mit allem nicht einverstanden sind und dagegen rebellieren. Und diese Konstellation wird in den Monaten, jetzt im Januar, beginnend im Dezember und dann im Januar nochmal von Mars angefacht. Mars hat ja ein halbes Jahr im Widder gestanden und die ganze Zeit diesen ganzen Konflikt angeheizt. Und jetzt ist das zwar ausgestanden, also er läuft dann Ende Dezember in den Stier, aber dann wird er gleich als erstes Uranus und Saturn aktivieren. Und deswegen glaube ich, dass es noch hoch hergehen wird bis Ende Februar, Mitte März. Und dann gibt es noch eine zweite wichtige Konstellation, der Neptun, der unter vielem anderen auch zu tun hat mit Infektionsgeschehen, der wird aus dem kritischen Grad, den er während der Corona-Pandemie hatte, rausgehen dann endlich. Der kritische Grad ist 15 bis 21 Grad. Das hat wiederum mein Mann Ray Merriman ermittelt. Er hat eine Studie gemacht über Pandemien der letzten 500 Jahre oder 1000 Jahre und hat eben festgestellt, es gibt einen kritischen Neptungrad zwischen 15 und 21 Grad in den veränderlichen Zeichen. Da ist er jetzt in den Fischen. Und wenn er diesen Grad verlässt, glauben wir eben auch, dass es dann wirklich endlich zu einer spürbaren Verbesserung und Erleichterung kommt. Ich glaube, dass insgesamt das, ich meine, wir können ja hier offen reden. Das ist ja jetzt hier im Zeit des Wandelskongresses auf meinem YouTube-Kanal. Also die Leute, die hier zuhören, die kennen mich und die wissen auch, dass ich Tacheles rede. 2021 wird auch noch kein Spaziergang. Wir müssen dieses Saturn-Uranus-Quadrat hinter uns bringen. Aber trotzdem glaube ich, dass 2021 schon bereits diesen Keim der Hoffnung und den Keim der Erkenntnis und der Fähigkeit des Wandels schon in sich trägt. Also mehr als 2020, was ja wirklich relativ düster war, muss man ehrlicherweise sagen. Und Karin Hermacker-Sonntag, das ist die beste Astrologin von Holland und auch eine der besten Astrologinnen der Welt, die hat zusätzlich eine Studie vorgelegt von 2 berühmten Zyklenforschern, die gar nicht mit Astrologie arbeiten, sondern die mit einer anderen Zyklusforschung arbeiten, die auch sehr aufschlussreich ist. Und die haben auch gesagt, 20 und 21 sind die Doom Years, Doom and Gloom. Ja? Und dann geht es steil bergauf. Also deswegen, wir müssen jetzt noch ein bisschen zusammenhalten. Und ich schwöre auch meine Community immer wieder darauf ein, dass ich sage, Leute wie wir, also diejenigen, die spirituell denken, diejenigen, die über den Tellerrand hinausblicken, die verstehen, dass es größere Zusammenhänge gibt, in denen wir denken müssen. Und nicht nur von heute auf morgen oder auch auf übermorgen. Die sind jetzt gefordert, mit dazu beizutragen, durch Meditation, durch gute Verständigung, durch
durch gute Impulse, die sie raussenden, ein bisschen zum Gleichgewicht beizutragen, damit wir jetzt nicht zu sehr eben in Schieflage geraten. Das ist wichtig. Okay, gut, du sagst also, das geht noch turbulent weiter. Ich vermute, Du hast ja schon auch in die Folgejahre geschaut. Ab wann können wir denn wieder so eine Lockerung erwarten, mehr Freiheit vielleicht? Das wünschen wir uns, glaube ich, auch alle. Also mehr Freiheit, glaube ich, schon gibt es auch nächstes Jahr, also 2021 schon Ansätze. Einfach deswegen, weil ja eben Saturn und Jupiter durch den Wassermann, und das ist das Zeichen der Freiheit, gehen werden. Mhm. Und auch wenn wir diesen Konflikt haben zwischen Saturn und Uranus, denke ich schon, dass es mehr Freiheit geben wird, eben höchstwahrscheinlich dann schon im nächsten Frühling, sollte sich das endlich bemerkbar machen. Wir haben dann noch ein sehr gutes Zeichen von Mitte Mai bis Ende Juli nächsten Jahres. Da geht nämlich der Jupiter schon mal kurz in die Fische. Dann geht er schon mal so bis 1-2 Grad Fische. Und Jupiter in den Fischen ist ein besonders spirituelles Zeichen. Also erneut ein Hinweis darauf, dass diejenigen, die spirituell arbeiten, ein sehr großes Gewicht darstellen. Mhm. Auch wenn das vielleicht in der Gesellschaft gar nicht mal so wahrgenommen wird, obwohl ich finde, dass es schon immer mehr wahrgenommen wird. Also alleine schon jetzt, dass so Achtsamkeitsübungen im Trend liegen und dass es die plötzlich überall als App gibt und auch Meditations-Apps und so weiter. Das ist für mich ein Zeichen dafür, dass irgendwie Leute was mitkriegen. So, da muss ja irgendwie was dran sein an der Sache. Und das, denke ich, wird nochmal eine Verstärkung erfahren in dieser Zeit, Mai bis Ende Juli. Und das ist ein Zeichen der Hoffnung. Und dann wird ja Ende des Jahres dann Jupiter eben ganz in die Fische gehen und wird über zweimal 4 Monate im Jahr drauf dann in den Fischen stehen. Und das ist sehr schön, weil dann haben wir Jupiter und Neptun in den Fischen. Das ist das Zeichen der Vergebung, des Mitgefühls. Sodass ich auch Hoffnung sehe, dass sich eben die Kräfte, die soften Kräfte, die wir eben jetzt auch brauchen, da mehr und mehr durchsetzen werden. Also das finde ich ein gutes Zeichen. Aber ich glaube, dass wir 2021, wir werden wissenschaftliche Fortschritte einfach auch haben. Und ich denke, also ganz egal, ob man jetzt für oder gegen Impfung ist, trotzdem wird die gesamte Gesellschaft davon profitieren, wenn es wirklich eine Impfung gibt, die wirklich was bringt. Und wenn es nur ist, dass die Ärzte und Krankenschwestern sich endlich schützen können vor dem Covid-Geschehen. Das denke ich, halte ich für eine sehr wichtige Entwicklung. Und ich glaube eben aufgrund der Freiheitsaspekte auch nicht, dass es zu einer Impfpflicht kommen wird, sondern man hat dann die Freiheit, sich da zu entscheiden, wie man will. Aber profitieren werden letztlich alle, bin ich der Meinung. Genau, also insofern würde ich schon sagen, mehr Freiheit sehe ich auch schon jetzt für 2021. Okay, das sieht gut aus. Und 2022 siehst du dann noch mehr Freiheit? Ist dann schon der Wandel spürbarer? Ich würde sagen, ja, wegen Jupiter und Neptun in den Fischen, weil das ja auch wandelbare Zeichen sind. Da kommt dann vieles mehr in Fluss. Da kommt vieles mehr in Fluss. Und dann gibt es eine Diskussion, also viele Astrologen sind der Meinung, dass 2025 einen großen Durchbruch darstellt. Da haben wir eine bestimmte Konstellation, die dafür Hinweise gibt. Das müssen wir aber unter den Astrologen noch ein bisschen diskutieren, weil Ray zum Beispiel, mit dem habe ich diese Diskussion auch geführt, der sieht das anders. Ne? Und ich habe schon gesagt, wir müssen darüber ein astrologisches Gipfeltreffen haben, damit wir dann wissen, was wir rausgeben können als Nachricht. Aber es gibt auf jeden Fall ein kosmisches gutes Zeichen. Und Christoph Niederwieser, der ja ein sehr, sehr guter Astrologe und Zukunftsforscher ist, der ist sich zum Beispiel ganz sicher, dass 25 einen Durchbruch bringt und hat dazu auch schon bereits ein Video veröffentlicht. Das wäre vielleicht auch noch ein Tipp für euch, da mal reinzuschauen. Christoph Niederwieser heißt auch so auf seinem Kanal und findet ihr aber auch über meinen Kanal die Videos mit ihm. Der ist sich da sicher, dass es insgesamt noch ein bisschen turbulent bleiben wird bis 25. Ich denke, dass eben schon ab 22 zumindest eine Beruhigung der Gemüter eintreten wird. Ja, und jetzt auch schon 21 ist einfach ein gewisser Optimismus auch drin, weil
Wassermann ist ein zukunftsgerichtetes Zeichen, das einfach Spaß dran hat, selbst in der Krise durch schlaues Nachdenken und eine gute Intuition Lösungen zu finden. Und alle Wassermannkräfte werden stark betont jetzt nächstes Jahr. Also da erwarte ich mir schon einiges davon. Das ist schon spannend, wenn man sich das überlegt, wie die Sterne, wie die Planeten und die Konstellationen Einfluss auf uns haben, auf die Gesellschaft haben, auf die ganze Welt haben. Aber letztendlich ist es ja immer unsere Entscheidung, wie wir damit umgehen, ja, oder? Richtig, ganz genau. Man muss sich das als Potenziale vorstellen. Ich war ja lange Wetterfee. Und da habe ich auch viel, ich bin zwar nicht, also keine studierte Meteorologin, aber da lernt man natürlich einiges darüber. Und das hat mich auch im Zusammenhang mit der Chaosforschung immer interessiert. Und es hat schon einige Ähnlichkeit damit, wie wir ja auch sagen können in der Wettervorhersage, dass ein Sturmtief kommt oder ein Hochdruckgebiet, Kälte, Wärme, Regen, Schnee und so weiter. Aber wie der Einzelne sich da jetzt drauf vorbereitet, das bleibt eben auch jedem Einzelnen überlassen. Du kannst immer noch meinen, du könntest auch im Winter im Bikini rausgehen. Also ich meine, kann man machen, wenn man das will, ja. Aber es ist wirklich besonders smart. Und jetzt kann man eben auch bei den astrologischen Konstellationen kann man sagen, okay, wenn wir zum Beispiel eine Phase haben mit Saturn und Uranus, die auch schon von Streitigkeiten begleitet sein kann, dann können wir uns entscheiden, wirklich zu sagen, okay, lass uns doch lieber eine heiße Diskussion führen, aber mit der Absicht, am Ende ein kreatives Ergebnis dabei zu haben, was uns nach vorne bringt, anstatt in einem ergebnislosen Streit zu verharren. Das sind zwei Möglichkeiten, mit derselben Konstellation umzugehen. Und diese Konstellation ist auch ein mächtiger Motor für Veränderungen. Denn eins spürt man ganz sicher. Wir können jetzt nicht auf unserem Hintern sitzen bleiben und einfach denken, alles wird wieder so, wie es immer war. Ich glaube, das spüren alle mittlerweile. Und das ist eben das, was dieser Aspekt weiter vorantreibt. Ein Quadrat zu Uranus ist einfach wirklich wie so ein Motor, wo man sagt, oh, das ist mir zu anstrengend, ich will stehen bleiben, ich will nicht mehr nachdenken, ich will nicht mehr müssen. Geht nicht, weil dieses Rad, das dreht sich einfach weiter. Und dann müssen wir jetzt gucken, dass wir das steuern, anstatt dass wir uns davon mitreißen lassen. Es sind immer zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Also für Pioniere wird es eine tolle Zeit. Leute, die was erfinden wollen, die das Neue lieben, die einfach sagen, boah, wie spannend, die werden begeistert sein, weil die sind in ihrem Element. Ja, das hört sich richtig, richtig gut an. Und wie lange bleiben wir denn dann in diesem Wassermann-Zeitalter? Ja, pass auf, das darfst du jetzt nicht verwechseln, das ist jetzt nicht das Wassermann-Zeitalter, das ist so kompliziert zu erklären, das klammere ich jetzt hier mal aus und muss ich mal ein extra Video zu machen. Sondern was wir jetzt haben, ist die sogenannte Luftära oder Luftepoche. Und die spielt sich auch nicht nur im Wassermann ab, sondern eben in allen Luftzeichen. Die Konjunktionen wiederholen sich dann eben in der Waage, im Zwilling, im Wassermann, immer so rundherum alle 20 Jahre und aber immer in den Luftzeichen. Und diese Epoche dauert rund 200 Jahre. Und dann weiß ich jetzt gerade gar nicht, was im Anschluss kommt. Ich glaube, im Anschluss kommt eine Wasserepoche, wo die Konjunktionen in den Wasserzeichen passieren. Und das ist auch sehr interessant, weil das natürlich auch wiederum, wenn wir bis dahin vorankommen, eine sehr große Verheißung ist für eine spirituelle Weiterentwicklung des Planeten. Jetzt geht es erstmal darum, sich mit Technologien und mit einem guten humanitären Zusammenhalt und Austausch weiterzuentwickeln. Und dann kriegen wir zur Belohnung vielleicht das Zeitalter der Telepathie, weil wir gar keine Technik mehr brauchen, sondern einfach nur noch gelernt haben, uns über unsere Gefühle aufeinander einzuschwingen. Das wäre ja was. Also nichts mit Wassermann-Zeitalter, das ist jetzt was anderes? Das ist was anderes. Das Wassermann-Zeitalter, wie kann ich es so kurz wie möglich beschreiben? Das hat mit der Präzession der Erdachse zu tun. Also unsere Erde, die dreht sich ja um sich selbst, aber die Achse schwankt dabei auch so ein bisschen. Und ein so ein Kreis der Erdachse sind 26.000 Jahre. Und das sehen wir hier unten auf unserem Planeten. Wir sehen das daran, dass sich der Polarstern verschiebt
gegenüber dem, zum Beispiel vor 2000 Jahren, stand er eben etwas anders. Und das weiß man ja heute, dass zum Beispiel die Pyramiden so ausgerichtet waren, dass der Polarstern oder Orion, irgendein wichtiger Stern, genau da reinschien, wo der Pharao unten lag. Ja, da hatten die so einen Lichtschacht gebaut und dann konnte der Stern da reinstrahlen. Das ist aber heute nicht mehr, weil das war ja schon vor 2.000 bis 4.000 Jahren. Inzwischen haben sich die Planeten alle verschoben. Und auch die Sternbilder, wie wir sie kennen, haben sich gegenüber dem astrologischen Tierkreis, der sich eben an die Zeit damals vor rund 2.000 Jahren anlehnt, auch verschoben. Na, das heißt also, die Astronomen, deswegen werfen die den Astrologen ja immer vor, ihr habt keine Ahnung, eure Sternbilder stimmen nicht mehr. Und dann sagen wir, nein, wir benutzen den Tierkreis, der ist inzwischen ganz unabhängig von den Sternbildern. Der beginnt nämlich jeweils mit den Sonnenwendpunkten, also 21, zum Beispiel im Widder, 21 Grad Widder, richtet sich immer nach der Frühlingstag- und Nachtgleiche, nicht danach, was da oben stattfindet. Ja? Weil die Konstellationen sind weit weg, aber unser Sonnensystem und das Verhältnis zwischen der Sonne und der Erde, das ist das, was unser Leben wirklich prägt und die Planeten hier im Sonnensystem. Und, lange Rede, kurzer Sinn, man kann jetzt dieses Weltenjahr von 26.000 Jahren kann man in 12 Weltenmonate einteilen. Und die sind dann jeweils, oh, was ist denn 26.000 durch 12, oh Gott. Naja, also die sind jedenfalls ein Zwölftel von 26.000 und da guckt man dann eben, haben sich die Sterne verschoben und da kann man ziemlich genau feststellen, befinden uns im Moment im Fischezeitalter. Das ist nämlich auch noch, kommt noch dazu, dieses Weltenjahr bewegt sich rückwärts durch den Tierkreis. Und das heißt, nach dem Fischezeitalter kommt eben dann das Wassermannzeitalter, aber das kann man genau ausrechnen, das beginnt rechnerisch, astronomisch genau genommen erst 2400. Ja. So sieht's aus. Okay, ich mache dazu mal ein Video mit bisschen Erklärung und so, und zeige das mal. Aber auch da gilt, genau wie bei einer Epoche, dass natürlich, das fängt nicht an einem Tag an und hört am anderen auf. Das kann gut sein, dass es auch eine Zeit bis zu 400 Jahren gibt, wo sich das überlappt, wo wir das schon spüren. Ne? Mhm. Aber wenn man es jetzt wirklich strikt nach den astronomischen Gegebenheiten betrachtet, fängt es eben leider erst im Jahr 2000 oder was, 2200. Mhm. Ich sage euch da ja genau auch viel. Ja, dann ist aber auch viel aber noch ein bisschen Zeit. Glauben, ne? Ja, da ist eben das. Du, das habe ich alles auf der Agenda stehen, dass ich alle diese Sachen, ich will auch diese Sachen mit den Tierkreisen, Tiersternbildern, das möchte ich alles machen, aber wann? Ich müsste schon. Ja, wir haben ja jetzt auf jeden Fall erstmal Glück, dass wir dir hier zuhören können. Was ich gerne noch mit dir besprechen würde, wäre Lilith. Du hast die vierte Auflage, wie wir gehört haben, schon das Buch. Und das ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Das ist auch, was die Urvölker prophezeit haben, die Inka, die Maya und andere, dass ja auch in dieser Zeit die weibliche Kraft zurückkommt. Ja. Und kann man das denn auch astrologisch erklären oder sehen? Ja, das würde ich schon sagen. Wir haben... Die Lilith ist ja ein Faktor, den wir in der Astrologie verorten. Das ist kein Planet, sondern wir verorten Lilith als Punkt, der sich errechnet aus der Bahn des Mondes um die Erde. Darin ähnelt sie sogar den Mondknoten. Also es ist sozusagen ein rechnerischer Punkt, der aber auch unglaublich wichtig ist, weil er eben entspringt aus unseren Hauptgestirnen. Und das ist ganz interessant. Es gab im, wann war das, 17., 18. Jahrhundert, nee, 17., glaube ich, da gab es mal so eine Zeit, da waren auch die Esoteriker ganz stark und haben dauernd geglaubt, dass es einen geheimen zweiten Mond gibt, den man bloß nicht sehen würde. Und dann ist man auf die Idee gekommen und ein Astrologe hat vorgeschlagen, diesen Mond der Lilith zuzuordnen. Und irgendwann hat man dann sich von dem Gedanken verabschiedet, dass es einen geheimen zweiten Mond gibt. Aber dann hat man überlegt, okay, dann verorten wir Lilith in im zweiten Brennpunkt der Mondumlaufbahn, die nämlich etwas elliptisch ist. Also die Erde ist nicht ganz genau in der Mitte, sondern der Mond hat so ganz, ganz, nicht viel, aber so eine ganz leichte Ellipse. Und deswegen hat die zwei Brennpunkte und eins davon, in einem Brennpunkt ist die Erde und im anderen verorten wir Lilith. Und so kann man die eben berechnen und dann im Horoskopkreis einzeichnen. Und wenn man das tut und die beobachtet, die hat einen neunjährigen Zyklus, was sehr interessant ist, weil die neun ist eine Göttinnenzahl. Und wenn man sich das und Lilith braucht durch ein Zeichen
rund 9 Monate, also fast auf den Tag genau, die durchschnittliche Tageszahl einer Schwangerschaft entspricht dem Durchgang von Lilith durch ein Zeichen. Also Lilith hat ganz klar mit Weiblichkeit zu tun. Und da ich will da gar nicht ausholen, weil Lilith ist so ein enormer Faktor und hat so eine geschichtliche tiefe Bedeutung, das habe ich alles in meinem Buch beschrieben. Um es ganz kurz zu machen, bedeutet Lilith eigentlich die weibliche Kraft in uns, oder sagen wir mal die instinktive Kraft, Männer haben die ja auch, die aber den Männern irgendwie Angst macht, weil sie nicht so genau wissen, wie sie die kontrollieren können. Also bei den Frauen drückt sich das ja eben dadurch aus, dass sie eben gebären können. Das war ja im Matriarchat übrigens ein gut gehütetes Geheimnis, ne? Die Frauen haben ja lange Zeit den Männern das Wissen darum vorenthalten. Ich glaube, die haben das irgendwann rausgekriegt, dass die Männer damit zu tun haben, mit den Schwangerschaften, haben es ihnen aber nicht gesagt. Ja, das war ja clever. Ja, da waren die, glaube ich, ganz clever. Vielleicht manche sagen auch, die Frauen haben sich dadurch Karma aufgehäuft und das müssen sie jetzt abarbeiten. Ne? Weil die Männer natürlich dann, nachdem die das spitz gekriegt haben, waren die natürlich stinksauer und haben dann, als das Patriarchat an die Macht kam, auch die Erbfolge ja umgedreht. Bis dahin war natürlich nur interessant, wer die Mutter war, weil ja gar nicht bekannt war, wer der Vater war. Ne? Und dann wurde das ja mit Gewalt verändert. Obwohl sich das ja weitaus schwieriger nachvollziehen lässt. Wer die Mutter ist, ist immer eindeutig. Ne? Aber der Vater, kann ja irgendjemand sein. Naja, und diese Kräfte der Frau, Kinder zu gebären und dann dieses unheimliche Bluten jeden Monat, ne? Das ist ja auch über Jahrtausende, hat das ja zu Furcht und Angst geführt, eben vor allen Dingen bei den Männern. Dafür steht Lilith eben. Das sind genau diese Sachen, die sich irgendwie auch schlecht zivilisieren lassen. Und die dadurch aber auch eine unheimliche Kraft in uns entwickeln. Das ist ja irgendwie auch eine Kraft, nach der wir ganz viel Sehnsucht haben. Vor allen Dingen eben auch, wenn wir so in dieser langweiligen, zivilisierten Welt so unseren Job tun und alles immer so, ja, alles so läuft. Und manchmal möchte man das ja auch spüren. Und die Kraft wird ja zum Beispiel auch dann in der Liebe oder in einer heißen Affäre dann zum Beispiel freigesetzt. Und ich freue mich zum Beispiel sehr darüber, dass mittlerweile so mutige, unverblümte Frauenfiguren dreist und frech über Sex und Blutung und alles Mögliche reden, was es, glaube ich, so vorher noch nie gegeben hat. Außer vielleicht in den, ich meine, es gab Kulte tatsächlich auch um die Menstruation. Es gab richtig Zeiten, wo das was Heiliges war und was Edles war. Aber da war das natürlich nicht frech. Aber wenn ich mir vorstelle, so jemand wie Charlotte Roche mit ihren Feuchtgebieten oder jetzt zum Beispiel ist da für mich die Heldin, ist Caroline Kebekus, die hat einen Song gemacht, der heißt Menstruation. In diesem Song reitet sie auf einer Schaukel, die aus einem riesigen Tampon besteht und spricht das einfach mal ganz unverblümt an, was das bedeutet und dass man das auch nicht beschönigen oder verharmlosen soll. Und dass das eben teilweise auch einfach ist, ne? Und auch nicht so toll ist, aber diese Art. Oder neues, anderes Beispiel, es gibt eine junge Frau, habe ich gerade den Namen vergessen, aber die hat eine Homepage und erzählt auch über alles so rund um die weiblichen Organe und alles, worum es da geht. Und die hat zum Beispiel die Menstruationstasse empfohlen. Das ist ja so ein kleines Silikonhäubchen und moderne Frauen benutzen das auch häufig. Also ich habe das meiner Tochter empfohlen, die ist sofort losgezogen, hat sich das besorgt und lehnt Tampons und Binden ab, weil sie umweltverschmutzend sind. Und entsprechend sieht das dann teilweise auch aus im Bett und dann sagt sie nur, tja, ist halt so. Das ist einfach, da denke ich so, boah, da hat Lilith doch auch schon einiges geschafft. Wenn ich mir das vorstelle, noch in den 70er Jahren, als ich in dem Alt 70er, 80er, na 70er, ne, da war ich ein Teenager. Oh, da war das nur ein peinliches hygienisches Problem. Und da gab es keine Kultur dahinter. Und es gab auch überhaupt kein Wissen über das Matriarchat damals. Da dachte ich so, ja, Matriarchat, das waren so ein paar eingeborene Dörfer, so, ne, so mit Frauen und so. Aber ich hatte nicht die leiseste Ahnung, dass es da was Großes gab. Ne, Matriarchat, Göttinnenkulte und so. Ich wusste nichts davon. Das musste ich mir erarbeiten. Und dabei hat mir witzigerweise auch mein Vater geholfen, der als Hobby-Ägyptologe
immer begeistert war von dem ja auch sehr feminin geprägten ägyptischen Göttinnenkult, Götter- und Göttinnenkult. Ja, das habe ich dann alles rausgefunden, als ich über Lilith geforscht habe. Und ja, das Tolle ist, Lilith denn jetzt stärker, also die Kraft, als vorher? Ich finde schon. Ich finde schon. Es ist halt interessant, dass gerade in den Ländern, wo sie auch herkommt, wo der Mythos seinen Ursprung hat, die arabischen Länder, dass da eben das mit der Frauenunterdrückung munter weitergeht. Aber ich denke mir, das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis die Frauen da auch merken, dass sie da keine Lust mehr drauf haben. Ich glaube nicht, dass sich da das Rad zurückdrehen lässt, auch wenn die Männer es mit Gewalt versuchen, aber es wird nicht gelingen. Und insofern, ich glaube, dass die Lilith-Kräfte stärker sind, seit sie ungefähr seit den 60er Jahren ins Bewusstsein zurückgekehrt ist. Da wurde das, übrigens war es die amerikanische Frauenbewegung damals. Und dann ging das nach Europa. Da hat auch Claude Weiss mit Astrodata, die haben da sehr stark dazu beigetragen. Die haben ein viel beachtetes Buch vorgelegt über Lilith. Und ich denke, meine Wenigkeit hat auch dazu einiges beigetragen. Aber das ist jetzt heute in der Astrologie und eben auch darüber hinaus weit verbreitet ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Und Lilith ist ja auch eine ganz spannende, tolle Figur, mit der sich viele Frauen ja auch total identifizieren, mit diesem Wilden. Ne? Und aber immer noch sehr missverstanden auch. Darum geht es auch in meinem Buch, dass Lilith eben nicht nur eine düstere Figur ist, sondern eben auch eine ganz tolle Figur. Ihr wird ja auch aber sie ist nicht immer ganz einfach zu handhaben. Dargestellt. Bitte? Sie wird ja auch häufiger mal als Dämonin dargestellt. Genau, aber wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, ich hatte das Glück, dass meine Lektorin, die sich auskannte, die hat irgendwas studiert, dass die sich auskannte mit Sanskrit in den Sprachen. Und die hat mir dann erklärt, dass in der Originalsprache die Wörter für Gott und Dämon, das entspringt dem gleichen Wortstamm. Ein Dämon ist auch nur eine andere Art, andere Gottsorte. Ne? Der ist dann vielleicht eben, es gibt ja auch ganz viele Kulte, wo das ganz normal ist, dass es eben auch finstere Götter gibt. Und hier selbst unser alter Jahwe vom Alten Testament, der war ja auch nicht gerade ein besonders angenehmer Gott. Ne? Und diese Idee, dass Götter auch finster sind und dass die auch rächen oder kämpfen oder verschlingen, das ist ja eigentlich, gehörte ja zur Götteridee lange auch mit dazu. Und auch die weiblichen Göttinnen waren oft nicht nur eben für die Liebe zuständig, sondern unter anderem auch für den Krieg, weil dahinter steckte eben die Idee, das kann man sich vorstellen, wenn man zum Beispiel an eine Löwin denkt, ne, dass eben die Göttin natürlich auch sofort zur Jägerin wird und auch tötet, wenn es darum geht, ihren Nachwuchs zu verteidigen. Und so war das mit den Göttinnen teilweise eben auch. Ja, und das ist auch wirklich ganz, ganz interessant, wenn du das sagst. Ich meine, im Hinduismus ist das ganz normal, wenn du an Kali denkst zum Beispiel. Ja. Kali ist so eine Figur, ja. Und dass uns Frauen aber ja auch jahrhundertelang eingeredet worden ist, wir müssen gut und lieb und brav und nett sein. Und jetzt ist das wirklich so, jetzt entdecken wir plötzlich wieder unsere wilde Seite und auch die Wutkraft in uns. Ne? Ja. Genau, also ich finde schon, dass da viel im Gange ist, auch wenn da noch vieles weitergehen muss. Aber es ist, also aus meiner Sicht, wenn ich zurückblicke, ganz viel passiert in der Hinsicht. Wirklich, wirklich ganz viel. Und auch bis hin zu dem Verständnis, dass die Idee, eine gleichwertige und emanzipierte Frau zu sein, nicht heißt, dass man einfach nur versucht, ein besserer Mann zu sein. Ja. Und nur einfach alles besser hinzukriegen als der Mann, weißt du, weil das nämlich auch nicht funktioniert. Weil da muss man ja sein Frausein wirklich unterdrücken, bis hin zu der Idee, dass es ja nun mittlerweile auch noch verschiedenste Geschlechtervarianten dazwischen gibt. Auch das wird so ein bisschen von dem Lilith-Gedanken abgedeckt, weil Lilith hat ja auch einen Teil in ihrer Mythologie, dass sie die Dämonen aufsucht. Nachdem sie also da aus dem Paradies geflohen war, begibt sie sich zu den Dämonen am Roten Meer. Das heißt, Lilith ist auch ein Symbol für Menschen oder auch Gesellschaftsgruppen, die sozusagen erstmal nicht integriert sind und die darum kämpfen müssen, auch mit ihrer Identität oder deren Identität auch vielleicht für andere dämonisch, sprich also erschreckend oder fremd wirkt.
Und die müssen sich dann auch erstmal in der Gesellschaft kämpfen und ihren Platz erkämpfen. Das ist ja auch im Gange gerade. Ja, und vor allen Dingen, wenn du dir das anguckst, diese Reichweite, diese Range von auf der einen Seite den, sagen wir mal, den konservativen Menschen in diesen Glaubensrichtungen, die also immer noch denken, die Frau wäre zweitwertig, bis hin auf der anderen Seite zu den Gesellschaften, die alle möglichen Geschlechter jetzt sich anschauen und versuchen zu integrieren. Das ist so krass, was da bei uns auf dem Planeten los ist. Also als ob mehrere Jahrhunderte nebeneinander leben würden. Ne? Unglaublich. Ja, das habe ich auch oft das Gefühl, dass wir wirklich auch in unterschiedlichen Realitäten leben. Aber ja. Das zeigt ja auch wiederum, was wir eben schon gesagt haben, dass jeder dafür selbst verantwortlich ist, wie er diese Zeit, diese Planetenkonstellation entweder für sich oder gegen sich auch benutzt. Ne? Das ist wohl so. Also das eine ist die Eigenverantwortung, die ist sehr wichtig und die wird jetzt auch betont wiederum durch den Wassermann-Gedanken. Mhm. Das Zeichen Wassermann steht im Grunde für eine humanistische Ausrichtung, die eigentlich auch sagt, die gar nicht mal jetzt zum Beispiel auch so religiös ist, sondern die eher sagt, wir müssen jetzt mal mit unseren menschlichen Fähigkeiten hier zeigen, was wir drauf haben. Wassermann ist auch das Zeichen des Science Fiction. Und ich witzele immer, ich bin ja alter Trekkie-Fan. Ne? Ich war ja begeisterter Fan von Raumschiff Enterprise damals. Und mein Spruch ist immer, Leute, wie sollen wir das hinkriegen, mit diesem Planeten in die Föderation aufgenommen zu werden, wenn wir uns noch nicht mal untereinander einig sind? Ja, solange wir das nicht hinkriegen, wo soll da der Entwicklungssprung herkommen? Ne? Also ja, das wäre jetzt sozusagen vor dem Science-Fiction-Hintergrund. Aber auch ohne das, glaube ich, haben wir noch viel damit zu tun, erstmal eben das Humanistische zu lösen und zu verstehen. Ich bin auch wirklich kritisch gegenüber Religionen. Also ich bin natürlich spirituell, aber ich bin äußerst kritisch gegenüber dem Gedanken, dass Religionen eigentlich eher trennend als vereinend wirken, indem sie immer sagen, ja, unsere Religion ist aber die beste und nur die zählt. Und je krasser die Religion ist, desto mehr sagen die dann auch noch eben, alle anderen sind schlecht bis hin zu und wer nicht für unsere Religion ist, muss sterben. Das gibt es ja sogar auch. Das finde ich zum Beispiel überhaupt kein bisschen zielführend. Das bringt uns null weiter auf diesem Planeten. Deswegen ist jetzt erstmal so ein bisschen eine humanistische Ausrichtung angesagt, die nämlich sagt, also zuerst mal sind wir doch alle Menschen. Und also dann erst sind wir eine Frau, ein Mann, ein anderes Gender oder eine andere Religion, andere Sprache oder weiter. Aber wir müssen erstmal wieder drauf kommen, dass wir sagen, also in allererster Linie, die erste Definition ist doch, dass ich Mensch bin und alle anderen genauso. Ja, unabhängig von allem anderen. Also du meinst, dass es wirklich darum geht, diese Trennung, die wir jetzt ja auch in dieser Zeit sehr deutlich sehen, aufzuheben und wirklich wieder mehr in diese Einheit zu kommen, in dieses Gemeinschaftsbewusstsein. Richtig. Das, und weißt du, Wassermann ist so ein intellektueller Anspruch. Das ist so ein intellektuelles, humanistisches Denken. Wassermann ist auch ein sehr politisches Zeichen. Der wird auch dann versuchen, das über Politik zu regeln und auch zu sagen, ja, das Beste, was wir haben, ist eben die Demokratie, auch wenn sie oft nicht funktioniert, aber wir wissen auch nicht, wie wir es anders besser machen können und so weiter und so fort. Aber das Vereinende, das kriegen wir wahrscheinlich erst, wenn Jupiter in die Fische geht, weil das ist die Fische-Idee. Die Fische-Idee ist, ich bin verbunden mit allem, was ist. Okay, und wann ist das genau? Das beginnt schon jetzt 21 von Mai bis Juli. Außerdem haben wir auch schon die ganze Zeit Neptun in den Fischen. Das heißt, das ist schon die ganze Zeit da. Und das spüren wir auch. Das ist für mich ein ganz wichtiger Trend. Ist der Trend zum Beispiel auch, dass wir anfangen, uns über unsere Mitwesen Gedanken zu machen. Also nicht nur die Menschen, sondern auch die Tiere. Also der Trend, dass immer mehr Menschen sagen, wir halten das nicht mehr aus mit diesem Tierleid. Das ist so entsetzlich. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen das nicht mehr, wir wollen auch kein Fleisch mehr essen, weil wir das nicht mitmachen wollen, wie den Tieren hier übel mitgespielt wird. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Trend und der geht auch in diese Richtung, weil wenn man erstmal verstanden hat, dass man mit allem, was ist, verbunden ist, dann bezieht sich das eben nicht nur auf andere Menschen, sondern bezieht sich auch auf unsere tierischen Mitwesen. Und alles Leid, was wir anderen zufügen, beschädigt irgendwo letztendlich auch uns selber. Da können wir ja gar nicht vorweglaufen, das ist nämlich die Wahrheit, weißt du? Aber da ist noch ein Stück zu gehen bis dahin.
Aber wie gesagt, Jupiter in Fischen wird uns dabei helfen, wobei das natürlich nur ein Jahr ist. Jupiter ist immer nur ein Jahr in einem Zeichen. Und dann müssen wir wieder gucken, wie wir dann weiterkommen. Aber Neptun bleibt noch eine ganze Weile in den Fischen. Noch 7 Jahre noch. Also das ist sicherlich auch ein Hinweis darauf, dass wir in der Richtung weiter was tun müssen. Ja, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Antonia, was du uns hier mitgegeben hast. Ganz wichtig. Vor allem auch die Lilith-Kraft und was uns erwarten wird und wie wir auch damit umgehen können, das bleibt ja dann immer, liegt an uns. Auch die Selbstverantwortung. Ja, genau. Wichtiger Hinweis, die Selbstverantwortung ist, kann man gar nicht hoch genug schätzen. Und da geht es eben natürlich auch, Jupiter, Quadrat, Saturn, darum, dass eben viele Menschen sagen, wir fühlen uns jetzt von der Regierung bevormundet, weil die uns nicht zutraut, dass wir selber Verantwortung übernehmen können. Das ist ja auch schwierig. Und das ist eben auch eine der Schwierigkeiten in der Demokratie, ne? Dass man dann eben sagt, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwie einen Konsens finden. Und so viele Menschen sind gut da drin, Verantwortung zu übernehmen, so und so viele aber auch wiederum nicht. Und was machen wir mit denen, nicht? Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich bin froh, dass ich kein Politiker bin. Meine Güte, also ich möchte wirklich nicht in deren Haut stecken. Aber ich glaube, das ist ja immer wieder mein Spruch, Leute wie wir, also wie wir beide oder wie wir und unsere Communities, die sind da schon auf einem ganz guten Weg, glaube ich, und sind eben auch bereit, Verantwortung zu übernehmen und respektvoll zu sein. Und da den Weg müssen wir weitergehen, das ist ganz, ganz genau, wie du sagst, ne? Und dann auf dieser Basis dann aber sich vernetzen und miteinander teilen. Das ist eben eigentlich so das, worum es jetzt geht in der Zukunft. Wunderbar, und da können wir Schritt für Schritt hinkommen. Es liegt immer an uns. Also ja, vielen, genau. Vielen Dank, was du uns. Ja, sehr gerne, Alicia. Dann wünsche ich dir und euch und allen, die mitgemacht haben, viel Erfolg bei dem Online-Kongress. Und hier bei mir auf dem YouTube-Kanal geht es natürlich auch immer weiter mit den neuesten Horoskopen zu den Themen, die wir auch gerade angesprochen haben. Und ich plane auch noch ein schönes Zoom-Interview mit Christoph Niederwieser zur Luftepoche. Also wir lassen euch auch nicht alleine da draußen, ne? Sondern ihr kriegt die Infos. Und bei deinem Kongress sind, glaube ich, auch ganz viele tolle Speaker dabei, ne? Die auch so ein bisschen sich auf die Fahne geschrieben haben, mitzuhelfen. Auf jetzt jeden Fall. Ich denke, alle von Ihnen sind dabei. Neil Donald Walsh, Kurt Tepperwein, Sandra Ingermann, also auch Internationale, die einfach helfen möchten, damit wir wirklich im Vertrauen und in der Hoffnung bleiben können und uns vor allem auf das Positive auch ausrichten können. Und ich denke, in jeder Lebenssituation können wir unglaublich viel mitnehmen und können auch weitergehen. Und genau darum geht es, was wir schon mehrmals gesagt haben, auch Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und schauen, wie kann ich weitergehen, was kann ich in meinem Leben verändern. Genau, ganz genau. Ja, und super. Da kriegen wir schon einige Hilfe für vom Kosmos. Da bin ich dann doch guten Mutes. Also wir haben jetzt diese zwei Nadelöhrjahre. 20 haben wir schon geschafft, 21 werden wir auch noch schaffen. Ja, und dann, wir sind schon auf dem Weg in eine ganz, ganz spannende Zukunft. Ja, du Liebe, dann vielen Dank für die Einladung und für deine schönen Fragen. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Teilen. Ja, danke für alles und danke auch an unsere Zuschauer. Und wie gesagt, schaut mal, ich werde das hier unter diesem Video natürlich auch verlinken, den Kongress, dass ihr da hinfinden könnt und dass ihr das dann auch alles bei der Alicia wiederfindet. Genau. Also, alles Gute in diesem Sinne, einen guten Start in die Luftepoche. Ja, alles Liebe. Ja, tschüss. Tschüss, Alicia auch. Tschüss. Ciao.